Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinis Bibelgeschichten Teil 4. Und Jesus ging mit diesen Jüngern, die er zuerst berufen hatte, nach Kapernaum. Das ist ein Ort nördlich am See Genezareth. Und alsbald war Sabbat. Und am Sabbat trafen sich ja die Juden in der Synagoge. Das ist ein großer Versammlungsraum, in dem gelehrt wird, die Schriftrollen gelesen werden und an Gott erinnert wird. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte dort in einer solchen Synagoge, und zwar nicht, wie es üblich war, nicht, wie die anderen aus den Schriftrollen lasen, sondern er lehrte mit Vollmacht. Er sprach aus dem Herzen von Gott, und nicht wie die Schriftgelehrten las er ab. Und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch, besessen von einem unreinen Geist, und der schrie andauernd. Und plötzlich schrie er: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus gefiel das überhaupt nicht. Er wollte nicht, dass er benannt würde und dass man erzählte, wer er sei. Und so bedrohte Jesus ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und da plötzlich begann der unreine Geist zu wirken, riss diesen Menschen hin und her und schrie laut, und dann plötzlich fuhr er von ihm aus. Und alle, die das mit ansahen, entsetzten sich, so dass sie sich untereinander befragten und letztlich sprachen: Was ist das? Dieser Mann spricht in einer neuen Lehre, und das dazu noch in Vollmacht, alles aus dem Herzen, ohne Konzept. Er gebietet sogar jenen unreinen Geistern, und wie wir jetzt gesehen haben, sie gehorchen ihm. Es war kein Wunder, die Kunde von ihm erschall alsbald überall in dem ganzen Land um Galiläa, um den See Genezareth. Und alsbald gingen sie alle aus der Synagoge, Jesus mit seinen Jüngern, und kamen in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Denn die Schwiegermutter Simons lag danieder und hatte hohes Fieber. Und alsbald haben sie von Jesus ihr erzählt. Und so kam er und trat zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf. Und wie durch ein Wunder, das Fieber verließ sie, und sie dienten ihm alle. Es war schon spät am Abend, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle kranken und besessenen Menschen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen, also böse Geister, aus, aber er ließ diese bösen Geister nicht reden, denn sie kannten ihn ja. Schließlich am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus. Er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Dann sahen sie ihn von Ferne schon. Sie fanden ihn und sprachen ihn an: Jesus, jedermann sucht dich. Aber er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus.